Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Skywars. Hallo meine Lieben. Ich kann das nicht mit... Hallo meine Lieben. Moin zu Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute spielen wir eine Runde Skywars auf der Map Palermo. Ja, ich denke mal, wir zocken heute so zwei Runden und ja. ich habe ja seit langem jetzt wirklich nicht aktiv produziert aktiven Content. Und dafür würde ich mich auch gerne mal entschuldigen. So, ja. Gehen wir gleich rüber oder wir bauen uns noch schnell Holz ab. Ja. Ja, wie gesagt, dafür wollte ich mich halt entschuldigen. Weil das geht ja natürlich nicht, ne? Das darf nicht. Das kann ja nicht sein. Also. Mensch, ich laber schon wieder zu viel Scheiße, ne? Das cutte ich gleich raus. Ja. Wisst ihr, ich wollte vorhin so aufnehmen. Und so weiter. Und dann. Alter. Dann ist mir vorhin so aufgefallen, ja, ich komme nicht auf Gamma. Nice. Also so, ja, so richtig komisch. Da steht halt verbinden und dann verbindet er einfach nicht. Und ich habe keinen Bock da, weißt du, erstmal so 3 Minuten da zu warten. Das bockt dann auch nicht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und ja, das ist halt nicht nice. Weißt du, ich hab mir gerade eine Angel gemacht. Ach komm! Nein! Na. Ja, ich schweife halt immer recht doll gerade vom Thema ab, weil ich mich wieder auf die Runden konzentriere. So. Naja. Ja gut, ich glaube, hier nehmen wir mal Assassin. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich in einem anderen Video das gedreht hatte. Ich habe voll die Lags damit, ne? Ich habe halt Sensenmann mir gekauft. Und ja, ist eigentlich voll nice, weil wenn man jetzt so nicht die krassen PvP-Skills hat, also so 1 vs 1 halt, dann bringt einen das Knockoff der Dings schon recht viel. Und es macht halt genauso viel Schaden wie ein Dia-Schwert. Plus, dass man halt Block hitten kann. Ja. Aber ansonsten macht's gleich viel. Ja, es macht auch gleich viel. So. Ja, ich bin gerade recht arm mit dem Equipment, was gerade hier vorhanden ist. Ich bin zuerst da. Ach nee, scheiße. Hier ist hier jemand. Ach Gott, leckt das. Das leckt hier heute wie scheiße. Was habe ich denn für einen Ping? 34, okay. Ich nehme mal kurz den Schilder raus. Hey. Ich kenne dich nicht, aber hey. Sei gegrüßt von mir, Enderperlen-Typ. So, Leute, also wir sind jetzt auf der Map Ice Cream. 8x1 Map. Und ja, jetzt sollte ich eigentlich nicht so leicht vom Thema abschweifen. Denn hier sollte man eigentlich nicht so schnell kämpfen können. Außer wenn man natürlich eine Enderperle hat, wie der krasse Dude von gerade eben.
Oh, sorry, Leute, ne? Zack, ein Water-MLG-Eimer. So. Ach so. Ja, dann sollte ich auch mal bei einem Thema anfangen. Und zwar, ich habe diese Labi-Mod-Version von mir editiert. Keine Angst, hier kein Invis oder so. Aber so, dass man halt so ein Cape hat. Also von dieser Minecraft-Cape-Seite von diesem James da. Und ja, wenn man bestimmte Sachen da reinmacht, gehen diese Cosmetics halt nicht. Das ist ein bisschen komisch. Also, ich weiß nicht, ob die dann den gleichen Namen sozusagen haben. Aber das ist halt ziemlich komisch. Oh. Der kann mir gefährlich werden. Mit meinen scheiß Lecks. Oh. Scheiße, Mann. Da muss ich mich jetzt wegporten. Ja, geil. Mein Mikrofon ist etwas weiter oben. So müsste man eigentlich nicht den Schmerz von meiner Hand gehört gerade haben. Tick gleich aus. Ja. Wie gesagt, ich mach mal jetzt hier keinen Cut. Ja, das mit den Flügeln, das geht halt nicht. Wenn man es hier ausprobieren will, das geht halt nicht. Wo geht's? Hier, Crown, geht alles nicht. Das ist recht scheiße. Ich denke mal, ich habe diese Dateien haben den gleichen Namen wie diese Cosmetics halt. Also für den Cape. Die haben den gleichen Namen wahrscheinlich für die Cosmetics. Und das habe ich sozusagen ersetzt. Aber mir wurde diese Sache nicht angezeigt, dass ich das ersetze. Dann, ja. Und wenn ihr euch fragt, welches Pack das ist, ich bin an einem neuen Pack mal wieder. Das ist nicht so ein Abonnenten-Special, sondern halt wirklich so ein PvP-Pack, das ich mal wieder mache. Ja, ich habe halt immer Bock-Packs zu machen, weil das halt, ja, ist halt cool, wenn man so seine eigene Zusammenstellung und dann kannst du damit halt einigermaßen gut kämpfen. Also, das erleichtert ja schon vieles, wenn man jetzt sagt, oh, bei dem Pack finde ich jetzt so scheiße, dass das ist. Und dass das ist. Und Leute, ich hätte einfach mal mega Bock. Oh, wartet. Oh ja, Mann. Hier, Family Guy, Digga. Geil. Ich hätte mal halt gerne Bock, also ich habe Bock dazu, mit jemandem, also irgendwie mit jemand aus meiner Community oder so, oder im Umkreis halt, so ein Pack zu machen mal, dass wir beide dann sozusagen mal ein paar Sachen raussuchen, die pixeln und so, also, weil die Sache ist, jeder hat einen anderen Geschmack und sozusagen den Mainstream dabei rauszufinden, ja halt, das ist wirklich auch zusammenpasst. Bisher hatte ich eigentlich Texture Packs, die mir selber auch nicht wirklich im Endeffekt gefallen haben. Also bei meinem 60 Abonnenten Special Pack hat mir zum Beispiel eine Sache gar nicht gefallen, was eigentlich so eine große Sache ist. Zum Beispiel die Schwerter. Die Schwerter könnte ich niemals zum PvP benutzen. Die sehen einfach bloß geil aus. Cool, ne? Cool. Die sehen einfach bloß cool aus. ich finde die halt, Schwerter, die sind cool, aber man kann sie halt schlecht für PvP benutzen, meiner Meinung nach. Wer gut PvPen kann die, benutzen, aber ich könnte damit nichts wirklich anfangen. Leute, das Geile ist, der Block wird platziert, aber ich stehe halt doch dann den Block davor. Also das finde ich schon echt was komisch. Naja, ich kann mich nicht so aus mit dem Teil. Und Leute, mir ist aufgefallen, ich rede einfach viel mehr jetzt in meinen Videos. Aber dafür, dass ich mehr rede, rede ich einfach viel mehr Scheiße. Naja. Und klarer reden, also nicht so zurückhaltend reden. Das mag ich gar nicht so.
und so weiter. Leute, ihr wisst, was Bescheid ist. Was Bescheid ist. Wahrscheinlich. Aber weiß ich gerade wieder nicht, was ich sagen soll. Ich war nämlich so faszinierend. Begeistert von diesem überhaft krassen Skill gerade, der bewiesen wurde von mir. Haha. Lol. So. Ja, gut. Ja, das wird halt dann Default Purple Edit. Sowas wie Kevzox auch mal gemacht hat. Das sind auch die Schwerter von seinem Pack, aber nicht von dem Default Purple Edit. Keine Angst, Leute, nicht alles hier nachgemacht. Und bei mir hat es gerade geklingelt. Nice. So, Leute, wieder hier on the way. Bei mir hat gerade jemand geklingelt. Props ging an Vivian oder Lina. Oh, Leute, PvP-Kampf hier, Action! Nein! Ja, gut, Leute, dann soll es von dem Video gewesen sein. Ich kann überhaupt nicht reden, Alter. Was ist denn los, Mann? Ja. Auf jeden Fall, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses Intro gefallen. Also, das vorhin kam. Ich kann es euch jetzt nochmal einblenden. Genau in dem... Moment. Genau. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.